Ihre Expertin für steuerliche und juristische Fragen, Rechtsanwältin Silke Kurz aus der Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei Kurz aus Ehningen und Rechtsanwalt Dr. Andreas Jäger von der Kanzlei Dr. Jäger aus Reutlingen. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Forum Recht. Sie erinnern sich, wir hatten das juristische Rundumpaket für die Familie Teil 1, heute Teil 2. Es geht um Patientenverfügung, Vollmacht, Ehevertrag. Ich freue mich, die Expertin hier im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Frau Kurz. Guten Abend, Herr Steck. Kann man sagen, dass zu einem Ehevertrag auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht gehören? Sicherlich ist flankierend, wenn man sich schon mit diesen schwierigen Themen beschäftigt und sich dazu durchringt, auch wichtig, sich über diese Fragen Gedanken zu machen. Wir alle wissen nicht, was uns heute oder morgen passiert. Jeder von uns kann einen Verkehrsunfall erleiden oder an Demenz gegebenenfalls auch mal erkranken. Dann wäre es sicherlich wichtig, auch zu wissen, wer entscheidet dann im Rechtssinne für mich, wenn ich dies nicht mehr persönlich tun kann. Das ist in einer Vorsorgevollmacht dann häufig gut geregelt. Da sollte man sich auch vielleicht mal damit beschäftigen. Die Frage Patientenverfügung ist natürlich auch ein ganz individuelles, emotionales, höchst wichtiges Thema. Auch da gibt es eben Möglichkeiten, sich zu informieren und auch entsprechende Regelungen verbindlich, gesetzlich und rechtlich verbindlich festzulegen. Gerade Unternehmer sollten insbesondere im Bereich der Vollmachten dafür Sorge tragen, dass wenn ihnen auch gegebenenfalls nur temporär, zum Beispiel durch einen Schlaganfall, Herzinfarkt, eine Möglichkeit schaffen, dass ein anderer das Unternehmen in der Zeit, wo der Unternehmer geschäftsunfähig ist, dass ein anderer das Unternehmen dann fortführen kann. Es wäre schade, wenn der Unternehmer dann wieder vielleicht nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten wieder gesund zurückkehrt und das Unternehmen dann vielleicht schon gar nicht mehr existiert oder in große Existenznöte gerät, einfach dadurch, dass niemand handlungsfähig ist. Auch das sind Themen, die Unternehmer häufig im Alltag auch verdrängen, weil niemand beschäftigt sich natürlich gerne mit Krankheit und Tod, schon gar nicht, wenn es um einen selbst geht. Aber für die Existenz des Unternehmens und natürlich auch für die fortlaufende Einkunftsquelle der Familie ist es eigentlich unabdingbar, auch diesen Sachverhalt sich einmal anzuschauen und auch dann vernünftig zu regeln. Was ist bei der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung zu beachten? Ja, wir verlassen mal ganz kurz die Ebene des Ehevertrags und gehen zu den ganz praktischen Fällen. Häufig ist es so, dass es ja auch vermögensrechtliche Verschiebungen zwischen Eheleuten gibt. Zum Beispiel bringt einer der Eheleute vielleicht den Bauplatz in die Ehe mit ein und die Eheleute errichten gemeinsam die eigengenutzte Immobilie auf diesen Bauplatz. Oder ein Ehepartner bringt eine Immobilie mit in die Ehe und der andere investiert entsprechend Gelder, saniert das Bad oder kauft die Küche oder ähnliches. Das sind alles Themen, die sollte man auch schriftlich fixieren. Man sollte sich dann auch zu dem Zeitpunkt dieser Zuwendung, der Zahlung, sich darüber unterhalten, wie sieht es gegebenenfalls im Falle einer Trennung mit einer Rückzahlung aus. Ja, hier vergessen eben halt auch viele in der ganz normalen Hektik und auch verständlichen Hektik des Alltags eben solche Themen auch zu regeln. Diese Themen können, wenn sie nicht schriftlich geregelt sind und wenn sie nicht vereinbart sind, im Streitfalle dann auch zu großen Schwierigkeiten und Unsicherheiten führen. Deswegen gilt auch hier entsprechend schriftlich die Dinge vereinbaren, sich auch die Gedanken machen, möchte ich dieses Geld wieder einmal zurückhaben, zu welchen Konditionen, zu welchem Zeitpunkt. Das muss natürlich dann auch leistbar sein für den, der es dann zurückbezahlen soll. Das sind einfach Themen, die zwar vielleicht unangenehm zu besprechen sind, aber im Falle der Trennung wichtig sind, dass man sie vorher besprochen hat und auch entsprechend geregelt hat. Auf den Personenkreis bezogen, kann man sagen, dass ein bisschen pauschal gefragt, insbesondere Unternehmer und Selbstständige unbedingt einen Ehevertrag machen sollten? Ja, also Unternehmer, Freiberufler, selbstständig Tätige, die sind eigentlich sehr betroffen im Falle einer Scheidung von
gegebenenfalls nachteiligen wirtschaftlichen Konsequenzen, die insbesondere dann auch die Existenz des Unternehmens gefährden können. Hier sprechen wir vom sogenannten Zugewinnausgleich. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Freiberuflerpraxis ja auch einen gewissen Wert in aller Regel dann erfährt, einen gewissen Unternehmenswert dann auch im Zeitpunkt der Trennung bzw. Scheidung darstellt. Dieser muss dann gegebenenfalls ausgeglichen werden. Die Bewertungsverfahren bringen einen häufig recht hohen Wert an Unternehmenswert sozusagen heraus, der vielleicht dann auch nicht so am Markt zu realisieren ist. Von dem her, das sind schwierige Themen im Falle einer Trennungsscheidung zu beachten, wenn man diese nicht vorher regelt. Hier gilt die klare Empfehlung, regeln Sie diese Themen vorab in guten Tagen. Frau Kurz, Stichwort Steuern. Welche zusätzliche Steuersparmöglichkeiten gibt es? Ja, es gibt tatsächlich mehrere Steuersparmöglichkeiten für die Familie, insbesondere dann auch, wenn Kinder in der Familie vorhanden sind. Kinder sind eigentlich aus steuerlicher Sicht heraus das Steuersparmodell Nummer eins für die Familie mit entsprechenden Kinderfreibeträgen, Kindergeld. Hier gibt es unterschiedliche Voraussetzungen da. Auch immer der Rat, lassen Sie sich unbedingt fachmännisch steuerlich beraten. Da gibt es dann gegebenenfalls doch noch einiges auch rauszuholen, auch wenn die Kinder dann vielleicht schon in der Ausbildung sind. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sehr interessant, leider häufig und wenig genutzt, von den steuerpflichtigen Eheleuten die Vermietung eines sogenannten häuslichen Arbeitszimmers. Also zum Beispiel eine Immobilie, Wohnung oder Haus gehört einem Ehegatten allein und dieser vermietet dann an den anderen Ehegatten ein Zimmer oder mehrere Räumlichkeiten im Haus oder in der Wohnung. Die müssen natürlich dann auch abgegrenzt sein, das ist klar, und auch tatsächlich dann für die Erwerbstätigkeit des anderen genutzt werden. Dann kann man entsprechende Kosten auch hier steuerlich geltend machen. Auch die Details bitte sich entsprechend beraten lassen. Auch hier sind Möglichkeiten gegeben, Steuern zu sparen. Natürlich auch ganz klassisch die richtige Wahl der sogenannten Lohnsteuerklasse. Lohnt sich natürlich dann auch schon unterjährig, das richtig zu steuern. Das sind alles Themen, wo man sicherlich das ein oder andere sparen kann. Da sind vielleicht nicht immer die Tausender sozusagen dann drin, aber Kleinvieh macht, wenn man das so sagen darf, auch Mist bei uns im Schwabenland. Und von dem her, es lohnt sich auch hier wirklich ein Blick auf die Details. Auch wir hatten es vorher auch die Frage Darlehensverträge gegebenenfalls auch zwischen den Eheleuten. Auch hier sind gegebenenfalls noch Steuersparmöglichkeiten möglich. Es gilt wirklich, sich auch hier vielleicht mal fachmännisch von einem Steuerberater beraten zu lassen. Dieses Geld ist im Zweifel gut investiertes Geld, wenn man dann auf die Jahre hingesehen auch entsprechende Steuerersparnisse zu verzeichnen hat für sich. Letzte Frage, Stichwort Tod. Wie steht es ums Testament? Ja, sterben müssen wir auch alle, Herr Steck. Auch hier wissen wir natürlich nicht, wann es uns ereilt. Auch das ist natürlich ein emotional sehr aufwühlendes Thema. Das ist absolut nachvollziehbar und verständlich. Doch das sollte einen nicht davon abhalten, sich auch mit Fragen in dieser Hinsicht zu beschäftigen. Also was passiert, wenn ich sterbe? Ist meine Familie wirtschaftlich abgesichert? Wie geht es mit meinem Unternehmen weiter? Wer führt es weiter? Wer kann es im Zweifel auch abwickeln? Ja, wer kann es verkaufen? Das sind viele, viele Fragen, die auch dann schlussendlich die eigene Familie, die übrig gebliebenen natürlich in ihrer Existenz wirtschaftlich bedrohen. Und deswegen sollte auch sich jeder, insbesondere natürlich auch Unternehmer, sich dieser schwierigen Thematik stellen und sich da einfach auch mal erstmal persönlich Gedanken machen, wie kann es sinnvoll weitergehen, wenn ich versterben sollte? Wer kann da welche Stelle übernehmen? Wer kann an welchen Platz treten? Wie sieht es mit vielleicht auch noch minderjährigen Kindern aus, wenn beide Elternteile vielleicht zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall versterben sollten? Wer kümmert sich dann um die minderjährigen Kinder? Wer ist sorgeberechtigt für die Kinder? All dies sind Themen, die können Sie, und da räumt Ihnen der Gesetzgeber viel Gestaltungsspielraum ein, die können Sie alle in einer letztwilligen Verfügung, also in einem Testament oder Erbvertrag, sehr gut und sehr sinnvoll regeln. Beschäftigen Sie sich damit, finden Sie gute Lösungen für sich und Ihre Familie und dann können Sie auch wieder ruhig schlafen und dann wünschen wir jedem ein langes Leben. Frau Kurz, vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder in 14 Tagen zur nächsten Ausgabe von Forum Recht. Passen Sie gut auf sich auf. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.